wir haben Anfang Dezember und das heißt, es ist Zeit für Jahresrückblicke und die machen wir hier täglich mit Top 10 Shows zu verschiedenen Themen und da wird es richtig interessant. Nämlich heute haben wir das Thema Kamera und Sie werden überrascht sein, wo überall Kameras drin sind. Ob Überwachung, ob Hobby, ob Agenten-Gadgets oder ähnliches. Wir haben alles in dieser Top 10. Also bleiben Sie da. Vielleicht ist auch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk mit dabei. Lassen Sie uns beginnen mit der Top 10. Die erfolgreichsten Produkte mit Kamera aus dem Jahr 2021. Und hier ist Ihr Platz Nummer 10. Bisschen mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden und das bekommen wir mit dieser Kamera. Ja, super. Das ist eine. Jessica. Danke, Jessica. Das ist unsere WLAN-IP-Überwachungskamera. Ich wollte schon Überraschungskamera sagen. Die nimmt auf, was davor sich bewegt, auf kleine SD-Karte. Aber Sie sehen schon vom Design her, und Monika hält die auch schon ganz schön, die sieht aus wie so ein kleiner Roboter, hat diverse Kniffe drin. Sie können jederzeit im Internet sehen, was sich da tut vor der Kamera. Ob das ein Handy ist, ein Tablet, ganz egal, ob Android oder iOS. Diese Kamera hat mehrere Gelenke eingebaut. Das heißt, die kann sich einmal fast um 360 Grad drehen und sie hat noch dieses Kugelgelenk, wo Sie sehen, dass die Kamera nach oben und nach unten geht. Es ist absolut, hier sehen Sie es mal, wie sich die bewegt. Jetzt geht sie nach oben und jetzt geht sie nach rechts und links. Und wie gesagt, die kann sich fast einmal um die eigene Achse drehen. Das heißt, ich kann hier mit meinem Handy, wir sehen das mal hier im Zuspieler, wenn sich etwas bewegt, kann ich das sehen. Sie hat auch einen Bewegungssensor. Das heißt, sie folgt den Leuten hier, wenn sich etwas vor der Kamera tut. Und das ist natürlich toll, dass sie diesen Bewegungssensor hat und dann eben mitläuft, kann man fast schon sagen. Sie können aber auch natürlich mit der Fernbedienung, also mit der App, können Sie die auch selber steuern manuell und dann entgeht Ihnen nichts im ganzen Raum. Diese WLAN-IP-Überwachungskamera, egal wo Sie auf der Welt sind, weil sie eben mit dem Internet verbunden ist, können Sie auf diese Kamera zugreifen. Die schickt Ihnen auch Benachrichtigungen, wenn sich irgendetwas vor der Kamera tut. Wir haben eben gesehen, hier oben kommt die IP, die SD-Karte rein, auf die es dann alles aufnimmt, was sich davor bewegt. Ganz einfach per USB verbinden mit einer Stromquelle, also mit einem USB-Netzteil und schon legt sie los. Sie ist auch sehr, sehr einfach einzurichten. Das ist ja auch immer wichtig, dass das jeder kann. Da brauchen Sie keinen Techniker dafür. Diese Kamera einfach irgendwo hinstellen und dann entgeht Ihnen nichts mehr, was sich hier vorbewegt. Sie hat auch eine Gegensprechanlage, was total super ist, wenn Sie zum Beispiel Kinder haben, die sich unwohl fühlen, wenn sie alleine sind und Angst haben, dann können Sie mit denen sprechen und sagen, ich bin gleich zu Hause. Oder Anna hat die sich gekauft, weil die einen Hund haben. Und wenn sie einen Hund haben, dann wissen sie immer nicht, was macht der eigentlich, wenn ich nicht da bin. Und der darf ja zum Beispiel nicht aufs Sofa, dann kann man sagen, Wiffi, geh mal runter vom Sofa. Was meinen Sie, wie der guckt? Und der geht dann auch nicht mehr aufs Sofa, wenn er alleine ist. Ja, so eine Kamera gibt einem Sicherheitsgefühl. Ja. Einfach mal Mäuschen spielen, wenn man nicht zu Hause ist. Das ist hier möglich. Sag mal, Jesse und Monika, habt ihr schon mal das Gefühl gehabt, dass irgendjemand bei euch in der Wohnung war, während ihr nicht da wart? Und ja, so unsicheres Gefühl? Ja, seitdem ich alleine wohne schon, auf jeden Fall. In den meisten Fall. Fällen stimmt es ja nicht. Man macht gruselig. Sich falsche Gedanken. Aber so eine Kamera verschafft einem Sicherheit. Oder auch, Ingo, das finde ich interessant, Fahrradkeller oder Kellerräume. Also alle Innenräume kann ich mit so einer Kamera überwachen. Und das ist ja heutzutage auch ganz, ganz wichtig. Ja, eben um Sicherheit zu haben und eben um zu sehen, was passiert, wenn ich nicht da bin. Bricht jemand bei mir ein im schlimmsten Fall? Dann kann ich das sehen hier und dann eben die Polizei benachrichtigen. Also das macht dann wenig Sinn, mit dem Einbrecher zu sprechen. Aber wie gesagt, dann würde ich die Polizei anrufen. Aber vielleicht eben auch mal, wie gesagt, mit dem Hund, mit dem Kind, mit den Leuten, die zu Hause sind, kommunizieren. Viele benutzen die auch als Babykamera. Ist natürlich auch super praktisch, weil man hier diese Gegensprechanlage hat. Da ist ein Mikrofon und ein Lautsprecher drin. Sie hat sogar Nachtsicht. Sie hat hier vorne noch um die Linse rum. Da, Jessica zeigt das gerade, da kommt die SD-Karte rein hier oben. Ganz einfache Micro-SD-Karte. Und dann vorne haben wir das Objektiv und da sind Infrarotscheinwerfer drin. Das heißt, hier können wir nachts eben tatsächlich sehen, was sich tut in kompletter Dunkelheit. Das Ganze lässt sich natürlich auch mit Amazon Echo Show und mit Alexa und mit Google Assistant koppeln bzw. steuern.
wenn Sie ein Smart Home haben, können Sie das machen, wenn die Kamera irgendetwas sieht, dass das Licht angeht, wenn Sie die entsprechende Smart Home Konfiguration haben. Also es ist ein tolles Gerät und das eben zu einem super Preis. Ja, das kann man sagen und es war noch nie so günstig und vor allem so einfach selber ohne Fachleute Kameras einzurichten und das geht hiermit für 37,99 Euro. Übrigens, wenn Sie mehrere Lagerkeller oder Wohnräume überwachen wollen, man kann natürlich mit der gleichen App mehrere dieser Kameras steuern und das ist für mich herausragend. Die Bestellnummer ist die NX4490 und die 569 und dann hat man so ein beruhigendes Gefühl. Man weiß, alles was zu Hause passiert, wird aufgenommen und wenn Sie wünschen, können Sie auch jederzeit mit Ihrem Mobilgerät einfach auf die Live-Aufnahmen bzw. schon auf die bereits getätigten Aufnahmen zugreifen. Also eine tolle Sache, unser Platz Nummer 10. Bitte dran denken, das ist für Indoor-Bereich, also wirklich nur im geschützten Innenbereich. Aber wenn Sie auch außen überwachen wollen, dann kommt der nächste Platz genau richtig. Hier ist Platz Nummer 9. Das, was unsere Engelchen Monika und Jessica hier bringen, das ist unsere beliebteste Outdoor-Überwachungskamera. Da kann man auch wirklich sagen, weil so einfach wie mit dieser Kamera war es noch nie, auch außerhalb der eigenen vier Wände zu überwachen. Ja, hier haben wir ein Kameramodell, das ist für den Outdoor-Bereich, das heißt, es ist wetterfest und alles. Lässt sich auch wieder kinderleicht installieren. Ich zeige Ihnen das mal hier. Wir haben es entweder auf dem Stativ, wie Monika das hier hat, oder, was ich noch viel cleverer finde, es gibt hinten so eine Halbkugel, die magnetisch ist hier. Und dann können Sie das einfach, diese Halbkugel, irgendwo an die Wand schrauben und dann einfach hier ransetzen. Und schon sitzt sie fest. Sie können sie dann in alle Richtungen drehen, wie Sie wollen. Und damit haben Sie dann die Kamera perfekt ausgerichtet. Sie sehen, die hat kein Kabel. Die braucht also ihren Strom, bekommt sie von einem Akku. Und der Akku, jetzt halten Sie sich fest, hat eine Laufleistung von bis zu einem Jahr. 12 Monate lang wird hier alles aufgenommen, was sich davor bewegt. Also wenn sich viel vorbewegt, ist es dementsprechend weniger. Aber hiermit haben wir eben diese wahnsinnige Akkulaufleistung von einem Jahr. Und die Kamera hat auch, Sie können die auch von der ganzen Welt aus sehen und sehen, was davor passiert. Das ist jetzt für einen Outdoor-Bereich. Das heißt, da kann man das auch mal in so einen Kelleraufgang von draußen, also so einen Fahrradkeller, oder vielleicht auch mal auf die Mülltonnen oder den Vorgarten, dass man wissen will, wer schmeißt denn da Müll rein oder wer... Welcher Hund geht da bei mir auf den Garten? Ja, ich finde das toll, diese gestochen scharfen Aufnahmen. Sie werden das gleich sehen. Wir haben es ja vorhin schon gesagt mit dem Mobilfunkgerät. Ja. Ich habe das jetzt extra mal mit einem Tablet verbunden. Das geht auch auf dem Handy. Aber schauen Sie jetzt mal, die Qualität. Diese Kamera ist jetzt, ich könnte auch am anderen Ende der Welt sein. Und jetzt schauen Sie mal. Ich kann hier auch und ganz einfach das Ganze groß machen. Schauen Sie mal, auch wir gehen hier rüber. Da sehen wir es, richtig schön groß. Und jetzt schauen Sie mal, diese Qualität. Ja, das ist enorm. Das ist jetzt Live-Aufnahme. Und natürlich werden Sie Jessie nicht unbedingt vor der Linse haben. Aber ich finde das wichtig, dass man diese gute Qualität hat. Weil auch den Außenbereich muss man ja schützen. Was keucht und fleucht vor der Tür? Mhm. Hier sehen Sie es und das wird auch gleichzeitig auf der Kamera gespeichert. Ohne, und Ingo, du hast es gerade gesagt, ich finde das so faszinierend, ohne auch nur ein einziges Kabel verlegen zu müssen. Ganz genau. Einfach das Stativ oder diese Halbkugel irgendwo anbringen. Einmal im Jahr den Akku nachladen und dann haben Sie diese fantastischen Bilder hier. Full HD, auch mit Nachtsicht bis zu 10 Meter weit. Im Dunkeln, das ist natürlich auch wichtig. Er hat einen 130 Grad, also richtig Weitwinkel, da entgeht also auch wirklich nichts. Ist natürlich auch wieder mit Gegensprechanlage, hat auch wieder Alexa und Google Assistant, wie Sie wollen. Diese Kamera ist einfach das Nonplusultra, weil sie so kompakt ist und die Akkulaufzeit so lang ist. Und Ralf, du hast uns das Bild gezeigt, da können Sie dann auch reinzoomen, Fotos machen und wie gesagt, Ihnen wird eine Nachricht geschickt, wenn sich etwas davor bewegt, beziehungsweise Sie können eben auf dieser SD-Karte, wird sowieso alles aufgenommen, was hier hinten reingesteckt wird. Ein absoluter Bestseller hier. Und gerade draußen ist es eben wichtig, auch zu sehen, was passiert. Sie können die Kameras übrigens auch alle kombinieren. Sie können mehrere davon installieren.
plus mehrere von den Indoor-Kameras. Das wird alles über diese App, wird von dieser App gesteuert. Da bauen sie sich ihr eigenes Überwachungssystem. Und das ist wirklich toll. Wusstest du, dass so tolle Aufnahmen damit gemacht werden können? Nee, ich hätte nicht gedacht, dass das so scharf aussieht auch. Ja, unglaublich, Wahnsinn. Ne? Ja, ist wie eine richtige Videokamera, ne? Richtig schön. Und das ist wirklich genial. Und so einfach war es noch nie, sein eigenes Hab und Gut zu überwachen und zu schützen. Kleiner Tipp von mir, wenn Sie eine Kamera installieren, machen Sie das nicht heimlich. Machen Sie das ruhig, auch offensichtlich. Am besten noch mit dem kleinen Hinweis, dieses Objekt wird videoüberwacht. Schon allein dieser Hinweis wird sehr, sehr viele potenzielle Einbrecher abschrecken. Und dementsprechend fühlt man sich dann auch gleich sicherer. Hier unsere beliebteste Outdoor-Kamera hat die Bestellnummer NX. X4959 und die 569, der Preis gerade mal 75,99 €. Und nochmal, nicht ein einziges Kabel muss installiert werden. Übrigens, in der App sehen Sie auch immer den Akkufüllstand. Einmal im Jahr, sage ich mal, bei normaler Nutzung, werden Sie die Kamera abnehmen müssen und wieder aufladen. Aber einfacher kann es nicht sein als bei unserer wirklich beliebtesten Outdoor-Kamera, unserem Platz. Nummer 9. So, und jetzt fühlen wir uns einmal wie ein Geheimagent. Ja. Und das machen wir mit unserem Platz Nummer 8. Und wird mit Ihnen oder von Ihnen sicher nicht als Kamera erkannt. Vielen Dank, aber Jessica. Sie werden gleich verblüfft sein, was hier für Bilder aufgenommen werden können. Ja, das ist ein Kugelschreiber, ein ganz toller Kugelschreiber. Sieht auch aus wie ein Kugelschreiber. Vorne ist eine blaue Mine drin, die schreibt auch ganz fantastisch. Es ist aber viel, viel mehr. Es ist eine Videokamera. Monika, kannst du sehen, wo da die Linse ist, wo der das aufnehmen kann? Ich glaube, hier vorne. Hier vorne, ja, weil man weiß, dass es eine Kamera ist. Aber wenn Sie da ganz genau hingucken, das sieht kein Mensch, dass da eine Kamera drin ist. Und das ist jetzt ein Videorekorder, der das Ganze auch noch in Full HD aufnimmt. Und das ist unglaublich, dass das in diesem kleinen Format möglich ist. Schauen Sie mal, ich kann den einfach hier bei mir ins Hemd stecken oder am Pullover und dann eben ganz, ganz einfach Videos aufnehmen, ohne dass es irgendjemand merkt. Oder ich kann es bei mir in den Stiftständer, ich kann es, ja gut, jetzt sagen wir mal im Hemd würde ich es natürlich unter dem Pullover würde man nichts sehen, aber ganz einfach mal in den Stifthalter reinstecken und dann wird hier alles in Full HD aufgenommen. Ganz einfach zu bedienen, drücken wir drauf, dann fängt er an aufzunehmen, drücken nochmal drauf, dann hört er auch auf. Ich finde das auch toll für, ich sage jetzt mal jetzt Familienfeste, weil ich kenne das von meiner Tochter, von meinem Schwiegersohn, von meinem Sohn, wenn die merken, sie werden gefilmt, dann gibt es gerade Grimassen oder so. Oder was weiß ich, filme ich nicht. Ja, man macht einfach keine natürlichen Aufnahmen. Hiermit einfach mal durchlaufen, sogar den Stift in der Hemdtasche drin und dann Aufnahmen machen in Full HD, ganz unvoreingenommen. Natürlich, wir beachten gerade bei solchen Kameras die Persönlichkeitsrechte der aufgenommenen Personen. Nichts veröffentlichen ohne Genehmigung, das wissen Sie selber. Mhm. Aber ich finde das einfach toll, dass es möglich ist, in so einem tollen Kugelschreiber, das ist es ja auf den ersten, zweiten und dritten Blick, so gestochen scharfe Aufnahmen zu machen. Ja, wir haben vielleicht noch ein paar Einspieler nachher, aber hier ist es eben, da steckt eine Micro-SD-Karte drin, da wird alles drauf aufgenommen. Und die sind mit Akku betrieben, das heißt, hier brauchen Sie auch keine Batterien reinzutun. Und da kann man mal ganz, guck mal, hier bin ich vorhin mal durchs Studio gefahren mit einem unserer E-Scooter, da sehen Sie mal die Qualität. Das sind Originalaufnahmen von dieser Kamera. Das ist unglaublich, was heute möglich ist, eben in diesem kleinen, klitzekleinen Format. Sieht irre aus, ne? Hätte ich nicht gedacht. Ich bin gerade auch echt überrascht. Übrigens, keine Stummfilme, Mikrofon ist natürlich auch noch integriert. Also es ist der Wahnsinn. Man kommt sich doch da wirklich vor wie so ein Geheimagent. Das war früher wirklich nur in den Agentenfilmen zu machen. Und heute ist es vor allem auch erschwinglich für jedermann. Ja, unter 40 Euro für diese tolle, tolle Kamera. Videokameras früher haben viel, viel mehr gekostet. Aber die steht normalen Videokameras in Qualität an nichts nach. Es ist Full HD. Sie haben die Aufnahme gesehen, also alle Farben, flüssige Aufnahme. Wäre auch ein cooles Geschenk für jemanden, der schon alles hat. Überlegen Sie mal. Im ersten Moment denkt er, oh, schöner Kugelschreiber. Und dann Gebrauchsanweisung lesen, wie jetzt Videokamera. Weil man bemerkt es nicht. Ja, es ist so toll und diese Technik mit Full HD begeistert.
Der Preis super günstig, 37,99 Euro. Und die Bestellnummer für unseren Platz Nummer 8, also diesen Kugelschreiber mit Full-HD-Überwachungskamera oder Videokamera, ist die NX4486 und die 569. Und glauben Sie mir, selbst wenn irgendjemand diesen Kugelschreiber genauer in die Hand nimmt, er wird nicht erkennen, dass es eine Videokamera ist. Aber es geht Schlag auf Schlag bei unserer Top 10 Kameras. Jetzt sind wir schon bei Platz Nummer 7. So, und das ist jetzt die perfekte Überwachungskamera für Örtlichkeiten, wo es keinen Strom und kein Internet gibt. Und da gibt es ja viele, aber diese Kamera, die lässt trotzdem nichts im Verborgenen, weil sie alles aufnimmt, was vor der Linse passiert. Die Größe dieser Kamera ist erstmal unglaublich. Das ist so groß wie ein Eiswürfel, würdest du auch sagen, ne? Ja, auf jeden Fall. Und diese Kamera nimmt jetzt eben auch in Full HD in Farbe auf. Das ist also nichts, was Sie vielleicht kennen von Aktenzeichen XY, die immer so schwarz-weiß und knuschelig sind. In Farbe, in Full HD, in HD eben. Und das ist, die nimmt jetzt auf, wenn sich davor etwas bewegt, auch wieder auf eine Micro-SD-Karte. Und auch hier, der Akku hält bis zu einem Jahr, je nachdem, wie viel sich davor bewegt. Einmal aufladen und dann eben irgendwo hinlegen und dann nimmt diese Kamera auf. Sie bekommen noch dieses kleine Stativ dazu. Sie sehen das hier im Zuspieler, das ist eine Magnethalterung. Das können Sie ausrichten, wie Sie wollen, das ist so ein Kugelgelenk dran. Und dann setzen Sie die Kamera da einfach drauf, magnetisch, und schon fängt sie an aufzunehmen. Sie können entweder automatisch oder manuell damit aufnehmen. Und dann wird das eben aufgenommen auf eine Micro-SD-Karte, hat auch einen Weitwinkel, also 110 Grad und tatsächlich auch noch Infrarot-Nachtsicht. Hier sehen wir Originalaufnahmen, die mit dieser Kamera gemacht worden sind. Die Einsatzmöglichkeiten für sowas sehe ich jetzt mal, sagen Sie, Sie haben eine Ferienwohnung oder irgendeine Garage, wo Sie Ihr Auto abstellen über den Winter, weil die halt nie nachgeladen werden muss. Oder ein Schrebergarten, den weiß man ja auch nicht immer. Sie haben aber vielleicht das Gefühl, da hat sich irgendwas bewegt davor. Dann stellen Sie einfach so eine Kamera rein und nächstes Mal, wenn Sie da sind, holen Sie wieder ab und gucken sich an, was die SD-Karte aufgenommen hat. Hier haben wir mal eine ganz nette Anwendung in so einem Hasenkäfig. Die wissen ja nicht, dass sie aufgenommen werden. Und da kriegt man natürlich auch die putzigsten Aufnahmen damit hin. Aber es ist einfach die Größe und die Batteriedauer hier, die wir hier haben. Wie gesagt, es ist keine Batterie, es ist Akku. Bis zu ein Jahr Laufzeit. Wahnsinn, was da eben in diesem kleinen Format, ich finde das immer noch unglaublich. Und vor allem, ich brauche kein Internet, ich brauche keinen Stromanschluss. Viele Überwachungskameras setzen Internet voraus. Jetzt haben sie Lagerräume, sie haben Schuppen, sie haben eben die Garage, wie du gesagt hast, ein Ferienhaus, ein Boot, ein Wohnwagen. Das sind alles Objekte, die man heutzutage überwachen kann, aber da ist kein Strom und kein Internet. Ja. Diese Kamera installieren und dann haben sie Akkulaufzeit bis zu einem Jahr und dann auch Sicherheit, dass in diesen Räumlichkeiten eben nichts passiert, ohne dass es die Kamera aufnimmt. Ja, ich hatte mal das Gefühl, dass bei mir in der Wohnung, wenn ich nicht da bin, irgendjemand reingeht, der Vermieter oder sonst irgendwas. Und da habe ich genau diese Kamera mal bei mir hingestellt und habe dann so nach ein, zwei Wochen festgestellt, das war ich wohl selber, der da irgendwas anders hat liegen lassen, weil da war immer nur ich drauf, wenn ich zur Arbeit gehe und wenn ich wieder nach Hause komme. Aber ich hatte halt ein sicheres Gefühl, ein einfach besseres Gefühl, dass ich wusste, ich bin alleine bei mir in der Wohnung. Und schauen Sie mal, wie klein diese Kamera ist. Es ist also, wie gesagt, wieder mal lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Und mit dieser Kamera, das ist natürlich ein Gadget ohne Gleichen, weil es so klein ist und diese lange Akkulaufzeit hat, in Full HD aufnimmt und ist einfach faszinierend. Ich finde das richtig faszinierend, diese Kamera. Ja, und ich denke, viele werden ein beruhigendes Gefühl eben haben, auch bei Stallungen, sage ich jetzt mal, oder irgendwas, was außerhalb ist. Man hört immer wieder von so schrecklichen Sachen, die passiert, aber wenn sowas mal passiert, was ich keinem wünsche, dann wird es aufgenommen. Ich wünsche, egal wo Sie diese Kamera installieren, dass Sie immer nur die Bilder sehen wollen,
sehen, die sie auch sehen wollen, also angenehme Sachen. Aber sollte mal was Unvorhergesehenes passieren, dann wird es in bester Qualität aufgenommen und dann hat man eben wirklich hier Beweismaterial. Und diese Kamera kostet gerade mal 85,49 Euro. 85,49 Euro für ein sicheres Gefühl, dass ihr Hab und Gut, ob das Auto, Gerätschaften oder auch Tiere sind, geschützt wird bzw. permanent überwacht. Die Bestellnummer für diese Mini-Kamera, das ist die NX 4423 und die 569. Und auch hier ein absoluter Bestseller. Das zeigt natürlich die Platzierung. Platz Nummer 7. Und bei unserer Top 10 Kameras, bei unserem Jahresrückblick. Und auch das finde ich sehr sympathisch. Einfach mal die Haustiere, hier sind es Hasen, hier filmen, wenn kein Mensch in der Nähe ist. Weil auch Hasen reagieren ganz anders, ob jemand in der Nähe ist oder nicht. Das gilt, glaube ich, für alle Tiere. Aber wir machen weiter und kommen jetzt zu Platz Nummer 6. Platz Nummer 6 könnte für Sie oder den von Ihnen Beschenkten ein Start in ein neues Hobby sein, oder Ingo? Ja, das ist etwas, ein neues Hobby definitiv, aber natürlich auch ein prima Geschenk für Leute, die schon alles haben. Es geht um unser monokulares Nachtsichtgerät. Sie haben es gesehen, wie es reingetragen wurde, ganz elegant, kommt es in dieser Tasche mit Schultergurt. Da ist es natürlich sicher geschützt beim Transport und der Lagerung. Und jetzt haben wir hier ein Fernrohr, weil es nur monokular bedeutet, Sie gucken mit einem Auge durch, mit der ich tatsächlich nachts sehen kann. Sie sehen da vorne unter der Linse ist ein Scheinwerfer, der macht Infrarotlicht, strahlt der aus. Es ist Licht, was wir nicht sehen können, was Tiere nicht sehen können und was aber die Kamera sehen kann. Und da sage ich schon Kamera, damit können Sie nämlich auch noch aufnehmen, Fotos oder Videos. Ich meine, man sieht die unglaublichsten Sachen nachts. Da kann man natürlich viel erzählen. Immer du, bei mir war das und das und dann, ja, kannst mir einen vom Zählen, der Fisch war 30 Meter lang. Hier, das ist bei mir im Garten zum Beispiel. Da haben wir einen Igel, siehst du den? Der kommt natürlich nur nachts raus, total niedlich. Das ist übrigens ein Eichhörnchenhaus, wo er versucht, da irgendwas zu fressen zu finden. Ach, das Futter schmeckt nämlich wahrscheinlich da, auch, da ist noch eine Überraschung drin in dem Eichhörnchenhaus, das sehen wir auch gleich. So sieht das aus. Das sieht also gestochen scharf in Graustufen. Das ist auch nicht schwarz-weiß, das ist richtig mit Graustufen. Und dieser putzige Geselle, der ist halt, kommt halt, die kommen halt nur nachts raus. Guck, siehst du die Maus? Jetzt, ja. Das ist, ich dachte, da also, müssen doch auch mal Eichhörnchen vorbeikommen, aber nachts war da ein Betrieb da bei diesem Eichhörnchen. Also viele Tiere sind ja nachtaktiv und die kann man einfach auch nur sehen bzw. filmen, wenn es nachts ist. Bei mir sind es die Waschbären, bei dir der Igel und Maus vielleicht bei Ihnen vor der Tür, die Wildschweine, die Rehe oder gar ein Wolf. Aber jetzt stell dir mal vor, du würdest irgendwo einen Wolf sehen nachts. Nee, wir würden ihn da gar nicht sehen ohne Nachtsichtgerät, aber mit dem Nachtsichtgerät könnten wir ihn sehen, würde uns kein Mensch glauben. Aufnahmen machen. Das wäre der Wahnsinn. Und hier habe ich übrigens mal ein Foto von meinen, ich habe sie mittlerweile Cindy und Bert genannt, ist bei mir auf der Terrasse, da haben sie das Vogelfutter geplündert. Ja. Waschbären. Und die sind auch nur nachtaktiv. Ich habe die noch nie, ich höre sie immer wieder nachts, aber gesehen, tagsüber habe ich sie noch nie. Ja. Und bei ihnen gibt es mit Sicherheit auch Objekte, die nur nachts sichtbar sind. Und jetzt haben wir lange Nächte. Es wird bis um 5 stockfinster, bis morgens um 8. Also da gibt es wirklich ein großes Zeitfenster, in dem man dieses Nachtsichtgerät benutzen könnte. Es ist also ein Nachtsichtgerät, kinderleicht zu bedienen, alles mit einer Einhandbedienung, oben sind die Knöpfe drauf, ganz leicht zu bedienen. Es nimmt alles auf eine SD-Karte auf, also am besten gleich mitbestellen. Und tagsüber ist es ein exzellentes Fernglas. Wir haben einen Vierfach-Zoom drin, da können Sie Sachen ganz nah ranholen und Sie können jetzt also, wie gesagt, tagsüber natürlich das als Fernglas benutzen, als dann auch Farbe das Bild. Und da, wenn Sie auf einer Sportveranstaltung sind, auf Konzerten, alles mal nah ranholen und dann eben sogar Aufnahmen und Fotos damit machen. Das ist so toll, dass man das hier speichern kann, dass das auch gleichzeitig noch eine Kamera ist. Nachtsicht natürlich, das ist Technik, die es bis jetzt nur in Agentenfilmen und beim Militär gab. Jetzt können, ist es endlich mal wieder, wir haben es jetzt geschafft, das eben in Verbraucherbereich preislich zu bekommen. UVP liegt hier bei 230 Euro und
Das ist mal was ganz, ganz, ganz Besonderes. Ja, und vor allem zu diesem Preis. Ein Nachtsichtgerät mit Aufnahmefunktion in Full HD für 85,49 Euro. Ich glaube, jetzt ist es wirklich machbar, für jedermann ein eigenes Nachtsichtgerät, ein monopolares Nachtsichtgerät zu besitzen. Ja, das ist ein prima Geschenk für Leute, die schon alles haben. Wenn Sie jemanden kennen, der denkt, ach Mensch, was schenke ich dem? Das hat niemand. Und damit liegen Sie absolut richtig unterm Weihnachtsbaum mit diesem tollen, tollen Geschenk. Monokulares Nachtsichtgerät, also wie ein Fernrohr. Durchschauen bei Tag und bei Nacht mit einer Vierfachvergrößerung. Und das Ganze mit übrigens 9 verschiedenen Infrarotabstufungen. Also je dunkler es wird, desto mehr Infrarotlicht kann man zuschalten, dass selbst bei stockfinsterer Nacht die besten und herausragendsten Aufnahmen gelingen. Die Bestellnummer für unser monokulares Nachtsichtgerät ist die NX4954 und die 569 und der Preis weit unter 100 Euro, ja. 85,49 Euro. Ich glaube, es war noch nie so günstig, die Nacht zum Tag zu machen. So, und jetzt sind wir schon in der zweiten Hälfte. Das heißt, die ersten 5 Produkte stehen uns noch bevor. Und da machen wir doch gleich weiter. Hier ist Ihr Platz Nummer 5. Und wir bleiben bei den Nachtsichtgeräten. Hier haben wir jetzt aber ein sogenanntes Binokulares. Also hier schaut mit beiden Augen rein. Ja, hier haben wir ein Nachtsichtgerät, was binokular ist. Das heißt, hier können Sie mit beiden Augen gleichzeitig durchgucken. Ich gebe dir das mal, Jessica. Das ist, wo man reinguckt, das ist ganz weich gepolstert, passt an jeden Kopf natürlich ran. Und wenn Sie da durchgucken, das war beim anderen Nachtsichtgerät übrigens auch so, ist da ein Monitor drin, den Sie sehen. Und das müssen Sie sich so vorstellen, als wenn das ein riesengroßer Bildschirm wäre, beziehungsweise eine Leinwand sogar, wo Sie das dann eben sehen. Und auch dieses Nachtsichtgerät kann aufnehmen. Moni, kannst du das mal umdrehen, dass die Kamera mal den Monitor zeigt? Ich weiß nicht, ob wir das reinkriegen. Da, sehen Sie es? Damit haben wir dann eben Nachtsicht oder tagsüber als super tolles Fernglas. Auch hier haben wir einen 5-fach-Zoom drin. Wir haben also 3-mal Optical und 2-mal Digital-Zoom drin. Das heißt, auch hier können Sie sich die Gegenstände ganz dicht ranholen. Und wir haben hier jetzt mal einen Zuspieler davon, wo Sie eben auch nachts sehen können, was sich da tut. Das ist jetzt mal eine einfache Aufnahme, einfach mal im Kuhstall gehalten. Aber der Unterschied war gerade unglaublich beeindruckend. Ohne sieht man gar nichts, eine schwarze Wand und plötzlich wird alles sichtbar. Und zwar in ganz einfachen Grauabstufungen. Schauen Sie, so ist es wieder ohne Nachtsicht. Also das ist ein Unterschied, die Tag und Nacht. Und wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Richtig, genau. Und für naturbegeisterte Menschen, jetzt gerade in der Jahreszeit der langen Nächte, ist das eigentlich das perfekte Zubehör, beziehungsweise, wenn man an Weihnachten denkt, auch das perfekte Geschenk. Ja, ich weiß, meine Mutter hatte mal, die wohnte im 3. Stock und hatte einen Tisch draußen bei sich auf dem Balkon. Da hatte es geschneit und dann waren da Spuren drin und sie hatte keine Ahnung, was das gewesen sein könnte, weil das eben auch wieder irgendein nachtaktives Tier war. Wir wissen inzwischen übrigens, dass es wahrscheinlich ein Waschbär war. Ich höre gerade, unser Kugelschreiber ist übrigens schon sehr stark nachgefragt. Der Hartmut hat 4-mal zugegriffen. Das ist natürlich 4-mal ist als tolles Geschenk, ein richtig tolles Weihnachtsgeschenk. Alles richtig gemacht. Und das ist ja etwas, was nicht jeder kennt und vor allem nicht jeder hat. Aber hier gerade auch mit diesem Nachtsichtgerät habe ich meine Waschbären gefilmt. Ja? Ja. Also im Vogelhaus, ich habe mittlerweile ein großes Vogelhaus, vorhin haben wir mal ein Foto gesehen. Und es ist faszinierend, was für Aufnahmen da rauskommen und zwar auch bei stockfinsterer Nacht. Hier, wir haben gerade von Hobby, von Tierbeobachtung gedacht, aber das kann auch eine Sicherheitsoption sein. Wenn ich bedenke, dunkle Parkplätze, man hat immer Angst, das Auto wird öfter verkratzt oder in der Nachbarschaft wurden Antennen abgebrochen, einfach mal auf die Lauer legen. Ja, was glauben Sie, was das für einen Spaß macht, die Familie zu schnappen und im Dunkeln mal spazieren zu gehen und sehen, was da kreucht und fleucht. Es gibt Uhus, Füchse, alles so Tiere, Waschbären in deinem Fall, die man einfach nicht sieht tagsüber. Ne? Ja. Und hiermit kann man sie sehen, sie fühlen sich unbeobachtet. Sie können aber mit unserem Nachtsichtgerät gesehen und fotografiert und Video aufgenommen werden. Ja, 142,49 Euro. Das ist unser TV-Sonderpreis exklusiv für Sie als Pearl-TV-Zuschauer für unser binokulares Nachtsichtgerät. Die Bestellnummer ist die NX4560 und die 569.
6-9. Und schon beim ersten Mal bei Dunkelheit durchzuschauen, wird für sie ein Erlebnis sein, weil wir Menschen sind einfach von unserem Augenlicht her nicht geeignet, nachts zu sehen. Mit diesem Gerät werden sie das tun. Unser Platz Nummer 5, wirklich vielleicht Start in ihr neues Hobby. Aber es geht Schlag auf Schlag in unserer Top 10. Wir sind schon angelangt bei Platz Nummer 4. Ja, und hier kann man wirklich sagen, das, was wir jetzt sehen, ist ein Camcorder der Extraklasse mit einer herausragend guten Technik und wieder zum bezahlbaren Preis. Ja, ich liebe dieses Produkt. Es ist eine Videokamera, eine klassische Videokamera, die in dieser tollen Tasche kommt. Ideal zum Transport und Lagern natürlich. Sieht super weich gepolstert. Und wenn wir die Kamera rausnehmen, dann sehen wir mal, das ist eine sehr schicke Kamera natürlich, aber wie einfach die zu bedienen ist. Moni, du hast es schon gemacht, man klappt einfach an der Seite Bildfenster auf und schon kann man mit dieser Kamera eben anfangen aufzunehmen. Das Ganze in 4K-Qualität, das heißt, das ist die gleiche Technik, mit der wir hier im Studio aufnehmen. Kinderleicht und man kann sofort loslegen, auch diese praktische Einhandbedienung. Das Ganze wird auf eine SD-Karte aufgenommen, ist also digital. Jetzt fragen Sie sich natürlich, warum brauche ich eine Videokamera, wenn ich doch so ein tolles Handy habe? Mein Handy kann das und das und das und das. Diese Kamera hat so viele Features, die kein Handy hat. Allein schon der Bildsensor, der kommt von Sony. Sony kennt man, die machen Videorekorder, steht für Qualität. Der Bildsensor ist ungefähr so groß wie ein 2-Euro-Stück, würde ich mal sagen. Das passt nicht in deine Hände. Das heißt, Sie bekommen deutlich mehr Detail und Farben und Kontrast dazu. Sie bekommen einen Bildstabilisator dazu, Zeitraffer, alle möglichen Features natürlich auch, einen automatischen Weißabgleich. Das heißt, wenn Sie damit etwas aufnehmen, ist es auch wirklich weiß und nicht grünlich oder gelblich. Das kennt man ja manchmal. Damit machen Sie professionelle, richtig tolle Aufnahmen und das macht einfach Spaß. Gerade jetzt, wo das große Familienfest bevorsteht. Hier ist eine Originalaufnahme damit, was hier mit dieser Kamera gemacht wurde. Und das Detail davon ist einfach fantastisch, was diese Kamera an Details einfängt. Und wie gesagt, sie ist kinderleicht zu bedienen. Einfach aufmachen und man hat sofort das Bild auf dieser Kamera. Und ich glaube, wir machen alle, auch Sie zu Hause, mal Videoaufnahmen mit dem Handy. Und das ist ja auch richtig, 10 Sekunden, 15 Sekunden. Ja. Aber irgendwann können wir das Handy nicht mehr richtig halten. Die Finger sind im Weg, der Akku ist vielleicht leer, der Speicherplatz ist voll. Weißt du, was das meiste ist? Oder ähnliches. Wenn du eine Nachricht kriegst oder einen Anruf. Nachricht ist mittendrin. Ja. Und wenn Sie wirklich Aufnahmen für die Ewigkeit machen wollen. Und das sind ja eben solche großen Aktionen, die wir machen, ob es ein Urlaub ist, ein Familienfest, Weihnachten, Geburtstage, ja, Jubiläen, Schulaufführungen, dann machen Sie die mit einem Camcorder. Und dann in der bestmöglichen, unbezahlbaren Qualität. Und die haben wir hier ohne Zweifel mit 4K. Und ich habe mal gelesen, so 4K-Camcorder, da muss man so ab 300 Euro aufwärts hinlegen. Musste ich leicht lachen, weil ich ja unseren Preis kenne, beziehungsweise unseren TV-Sonderpreis für Sie. 113,99 Euro für einen Camcorder mit dieser Qualität, das ist wirklich einzigartig für mich. Ja, da kriegt man einfach bessere Aufnahmen hin. Ihr macht ja viel Instagram und sowas auch, ne? Ja. Das ist natürlich, da muss man natürlich eine gute Kamera haben für sowas, ne? Und das ist so einfach, diese Kamera zu bedienen hier. Da kriegt man eben die fantastischsten Aufnahmen hin. Dadurch, dass es digital ist auf der Speicherkarte, kann man das natürlich auch sofort in digitalen Medien teilen, beziehungsweise an seine Verwandten schicken. Es ist so einfach und praktisch, hat natürlich eine Stativhalterung. Das heißt, Sie können sie auch auf ein Stativ draufsetzen. Und jetzt zeige ich Ihnen gleich mal was. Oder Mundi, zeig du mal. Man kann nämlich das Display umklappen nach vorne. Sehen Sie das? Es dreht sich dann automatisch um und dann kann man eben Selfies machen. Man muss also nicht direkt dabei sein und selber durchgucken. Man haut die einfach auf ein Stativ, lässt sie stehen und dann bekommen Sie noch eine Fernbedienung dazu, mit der Sie dann eben tatsächlich auch noch die Kamera steuern können. Ihr kennt das alle, also wenn man irgendwo auf einer Hochzeit ist oder sowas, da ist immer einer, der rennt immer nach vorne und nach hinten, um die Kamera an- und auszumachen. Hier haben Sie eine Fernbedienung dabei, brauchen sich um nichts zu kümmern. Früher wurden eben auch Familienfeste richtig mit Videokameras aufgenommen. Das kann man jetzt wieder machen. Die Kameras sind wieder klein, deswegen sind sie ja verschwunden, weil das waren immer solche Apparate, die konnte man nicht mitnehmen. Hier bekommen Sie, schauen Sie mal, wie klein und handlich die ist. Die Tasche können Sie am Gürtel machen oder einfach in die Handtasche mit oder im Rucksack und einfach mitnehmen.
Die Kamera macht außerdem noch 48 Megapixel Fotos. 48 Megapixel, da bräuchten Sie normalerweise eine hochprofessionelle Spiegelreflexkamera. Hier 48 Megapixel ist alles drin. Perfekte Videokamera. Ja, übrigens auch alles ganz nah ranholen, was weit weg scheint. 18-fach Digitalzoom haben wir hier. Und jetzt kommen ja gerade diese Feste, diese Festlichkeiten, der Besuch, den man mal filmen will. Und glauben Sie mir, wenn Sie dann in 20, 30, 40 Jahren diese Aufnahmen wieder anschauen, mit mittlerweile erwachsenen Kindern, ja, dann werden Sie sagen, zum Glück habe ich die beste Qualität, die damals möglich war, gewählt, nämlich die 4K-Qualität. Die Bestellnummer für unseren 4K-Camcorder ist die NX4907 und die 569 und der Preis gerade mal 113,99 €. Und mit diesem Camcorder werden von Ihnen ganz sicher Erinnerungen für die Ewigkeit geschaffen. Ganz einfach in bester Qualität, die zurzeit möglich ist für den Privatbereich. 4K UHD. Und Ingo hat es eingangs gesagt, das ist die Kameraqualität, die unsere Studiokameras hier bei uns im Studio haben, damit Sie mal wertschätzen können, ja, wie hoch diese Auflösung ist. So, jetzt sind wir aber schon bei den ersten drei Plätzen. In vielen Sportbereichen heißt das, wir kommen zur Bronzemedaille. Hier ist Ihr Platz Nummer 3. So, und jetzt kommen wir zu viel Spiel, zu viel Spaß, aber auch zu, wenn Sie das wünschen, Aufnahmen Dankeschön. Aus der Vogelperspektive. Ja, wir sind in einer Kamerasendung und da darf natürlich unser Quadrocopter, der so beliebt bei Ihnen ist, dass er auf Platz Nummer 3 gelandet ist, nicht fehlen. Wir haben hier einen Quadrocopter, der ist faltbar. Und jetzt nehme ich ihn, der kommt in dieser wundervollen Tasche. Da ist er eben auch wieder super geschützt, alles dick gepolstert. Ist faltbar und wenn ich den jetzt mal auffalte, dann können wir ihn auch fliegen lassen. Und schauen Sie mal, hier vorne ist nämlich tatsächlich eine Kamera eingebaut, hier vorne. Und das ist auch wieder eine 4K-Kamera. Das heißt, das ist die Qualität, mit der Sie uns jetzt hier sehen, weil unsere Kameras im Studio auch mit 4K aufnehmen. Es ist einfach unglaublich, und der lässt sich so leicht fliegen. Ich mache ihn mal an, dann sagt er, dass er fertig ist. Hast du den schon mal gesehen, Jessica? Nee, noch gar nicht. Jessica hat jetzt ihre erste Woche. Es ist immer toll. Ich finde das immer toll, wenn wir sowas das erste Mal zeigen können für jemanden. Ja, ich bin jetzt gespannt. Wie einfach das geht. Ich mache die Fernbedienung an. Jetzt drücke ich die Knöpfe. Sie sehen, die Rotoren machen sich. Jetzt mache ich den GPS aus. Der hat nämlich auch GPS, aber hier im Studio macht das nichts. Jessi, willst du ihn mal starten? Du musst nur diesen Knopf drücken. Nur den Knopf drücken. Den Knopf drücken, ja? So einfach ist das, den zu starten. Der startet von ganz alleine mit einem Knopfdruck. Jessi hat das noch nie gemacht. Und damit lässt er sich eben jetzt steuern und fliegen. Das liegt daran, dass er ein Optical Flow Gyroskop drin hat. Damit liegt er eben so ruhig in der Luft. Schauen Sie mal, ich mache gar nichts mit der Fernbedienung und er liegt absolut ruhig in der Luft. Ich kann ihn natürlich auch drehen. Da ist man also sofort ein perfekter Pilot, das können Sie auch. Ich hatte mal mit meinem Bruder, habe ich mir mal vor 4-5 Jahren so einen Quadrocopter gekauft, der war auch noch deutlich teurer. Wir haben das nicht hingekriegt und wir sind nicht ganz blöd, wenn man jetzt diese Fernbedienungssachen annimmt. Aber das hier kann wirklich jeder. Und wie gesagt, er hat diese Kamera drin, mit der Sie dann eben diese unglaublichen Aufnahmen machen können. Können Sie ganz einfach eben hier diesen Quadrocopter fliegen und immer sehen, was dieser Quadrocopter sieht. Auf jedem Tablet, auf jedem Handy lässt sich das eben machen und damit dann Aufnahmen machen, Fotos machen, mal die Welt aus einer anderen Perspektive sehen. Es macht einfach einen Riesenspaß, den zu fliegen, und das ist, weil es eben so einfach ist. Er hat eine Reichweite von 300 Metern, 100 Meter in die Höhe. Da kann man schon mal richtig Perspektiven sehen. Er hat dann tatsächlich auch noch GPS drin, das heißt, ich kann einen Knopf drücken und dann fliegt er zu mir zurück. 300 Meter ist schon ganz schön weit. Dann kann ich einfach einen Knopf drücken und er fliegt wieder zu mir zurück. Ich lande ihn mal. Sie sehen jetzt den Zuspieler hier, wo Diana den mal fliegt.
Es ist also wirklich kinderleicht, diesen Quadrocopter zu fliegen. Durch diese Gyroskop-Technologie liegt der ganz ruhig in der Luft. Draußen macht es natürlich noch viel mehr Spaß. Wir sehen das hier, Diana hat den draußen. Da kann man mal richtig in die Luft gehen, neue Perspektiven sehen und eben das Ganze in Full HD. Sie sehen das, Sie können das Handy da einspannen, direkt an der Fernbedienung. Und dann können Sie auf Sicht fliegen hier mit diesem tollen, tollen Quadrocopter. Ich finde, das ist ein absolutes Must-Have, weil es so viel Spaß macht. Es macht unglaublich viel Spaß und was ich faszinierend finde, und Sie haben das vielleicht gerade andeutungsweise erahnen können, man hat ab der ersten Minute, in der man fliegt, dieses Vertrauen, dieses Gerät im Griff zu haben. Man wird natürlich noch besser, man wird immer mutiger, man wird dann auch mal weiterfliegen. Wie gesagt, Ingo hat es gesagt, 300 Meter Reichweite, das ist eigentlich Ihre ganze Straße. Und GPS, 4K-Kamera und andere Quadrocopter mit diesen Optionen kosten 300 Euro und mehr. Unserer, den bekommen Sie wieder zum TV-Sonderpreis, 123,49 Euro. Mhm. Und die Bestellnummer für unseren 4K-Quadrocopter ist die NX4940 und die 569. Und bis vor kurzem dachte ich immer nur, wir Männer sind fasziniert von solchen Fluggeräten. Aber ich weiß hier in der Firma, alle Frauen geben eigentlich, wenn sie einmal die Fernbedienung in der Hand haben, geben sie sie nicht mehr her. Also nehmen Sie ruhig auch mal Ihre Frau mit oder natürlich mit den Kindern, mit den Enkeln einfach mal Drohne, Quadrocopter fliegen gehen. So, das war Platz Nummer 3. Aber wir machen ganz ähnlich weiter mit Platz Nummer 2. So, und hier kommen wir zu unserem größten, leistungsstärksten Quadrocopter. Und der gerade für Leute, die gerne Filmaufnahmen machen wollen, eine Wahnsinnsbesonderheit hat. Ja, auch dieser Quadrocopter, ich werde ihn auch so schnell wie möglich auspacken, dass Sie das sehen können, kommt in dieser tollen Tasche hier. Sehen Sie mal, der ist super. Ach, das ist übrigens mein erster Flug. Da haben wir den am ersten Tag gekriegt im Sommer. Das macht so einen Spaß. Der ist jetzt ein bisschen größer, hat aber auch wieder gesagt eine 4K-Kamera drin, auch natürlich Optical Flow. Und Sie sehen das, wie einfach der zu fliegen geht. Der ist ein bisschen schwerer, das heißt, der kann auch Wind besser ab. Den würde ich drinnen nicht fliegen lassen, weil er einfach zu groß ist dafür. Aber draußen macht das natürlich einen Riesenspaß. Wir haben hier, sehen Sie mal, wie weit der weg ist. Und auch dieser hat wieder diese tolle Technik, dass wir hier eben einen Knopf drücken können und er kommt automatisch zu mir zurück. Kommt faltbar natürlich mit Fernbedienung. Auch hier in die Fernbedienung können Sie tatsächlich Ihr Handy einspannen und sehen dann immer aktuell, was diese Drohne sieht. Das Unglaubliche, was Ralf, was du gemeint hast, ist, dass wir hier einen Dreiachsen-Gimbal drin haben. Ein Gimbal bedeutet, die Kamera hängt tatsächlich an drei Achsen. Und dadurch ist die jetzt so gesteuert, dass wir hier, guck mal hier, Sie sehen das vielleicht, Ralf bewegt den Quadrocopter in jede Richtung, die Kamera bleibt immer stabil. Das macht also unglaublich stabile Bilder. Hier vorne ist die kleine Kamera. Und egal wie Ralf den Quadrocopter setzt, haben wir hier tatsächlich diesen Gimbal eben drin, wo wir dann eben hier sehen können, was diese Drohne sieht. Sie kommt mit dieser tollen Fernbedienung natürlich auch noch mal dazu. Und man kann den jetzt ganz genauso einfach wie den anderen auch fliegen. Weil der ein bisschen größer ist, wenn Sie den fliegen lassen. Wie gesagt, lassen Sie ihn bitte draußen. Entschuldigung, ich hätte der Regie Bescheid sagen sollen. Ich setze ihn mal eben nach vorne, weil er ist halt ein bisschen größer und schwerer. Den würde ich also drinnen nicht fliegen lassen. Wir versuchen, den mal hier drin fliegen zu lassen. Also, ich habe jetzt die Fernbedienung angemacht. Dann muss ich Start drücken. Kleinen Moment. Dann muss ich die Fernbedienung an. Dann muss ich diesen einen Knopf drücken. Dann beide Joysticks nach da. Sehen Sie? Und schon startet er. Jetzt kann ich hier mit fliegen. Hui.
Ja, das ist das. Bitte das nicht zu Hause im Wohnzimmer fliegen. Fliegen Sie ihn nur outdoor. Der hat 800 Meter Reichweite, 120 Meter Höhe. Es ist der absolute Wahnsinn. Aber auch hier Start-Landeautomatik, GPS, 4K-Cam und das alles für gerade mal 237,49 €. Die Bestellnummer für unsere stärkste, leistungsstarkste Drohne, für unseren Quadrocopter, das ist ganz einfach die ZX5085 und die 569. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch heute wieder für diese schon zahlreichen Bestellungen bedanken. Sie machen alles richtig. Denken Sie dran, Weihnachten ist nicht mehr weit und alle Produkte, die wir Ihnen zeigen, sind für Sie mit Sicherheit schön, aber auch ein gern genommenes Weihnachtsgeschenk. Und bei diesem Quadrocopter bin ich mir ganz sicher. Nochmal die Bestellnummer für Sie, die ZX5085 und die 569. Jetzt ist es soweit, wir sind bei Platz Nummer 1 unseres Jahresrückblicks Kamera. Und im ersten Moment denkt man hier vielleicht, wo ist deine Kamera? Schauen wir mal, Platz Nummer 1. Ja, und für mich ist Platz Nummer 1 ganz, ganz klar das Technologieprodukt des Jahres, ich würde sogar fast schon sagen des Jahrhunderts, oder? Ja, es ist ein Echtzeit-Sprachübersetzer. Es ist ein absoluter Bestseller bei uns. Dieser Sprachübersetzer hat 105 Sprachen hier drin, 105 Wörterbücher. Und mit dem können Sie jetzt flüssig sprechen, flüssig kommunizieren. Hiermit haben Sie totale Kontrolle. Wir sehen hier, Sie haben es jetzt hier auf Deutsch und Englisch eingestellt. Sie können also hier wirklich, oben haben wir Deutsch, unten haben wir Englisch. Das heißt, wenn ich Deutsch spreche, drücke ich den oberen Knopf. Es ist der Wahnsinn. Also 106 Sprachen können wir da machen. Und jetzt kommen wir zur Kamera, Ingo. Jetzt kommen wir zur Kamera. Die ist integriert. Ja? Und das ist eben der für mich auch hier nicht nur Sprache übersetzen, sondern auch Schilder, Schriftstücke, Verträge und. Alles das und das in 106 Sprachen dieser Welt. Es baut sämtliche Sprachbarrieren ab, weltweit, egal ob in schriftlicher oder in verbaler Form. Ja, und hier sehen wir mal, der kann auch tatsächlich, und da sind wir jetzt eben bei Kamera, übersetzen. Und zwar Schilder, Beschriftungen, Speisekarten, was immer Sie wollen. Sie machen einfach ein Bild davon und dann scannt er das. Sie sehen diesen Scan-Vorgang und dann übersetzt er das in 106 Sprachen. Sie können flüssig kommunizieren damit und das ist eben das Tolle an diesen Echtzeitsprachübersetzern. Deswegen sind die so beliebt, dass wir hier tatsächlich eben kommunizieren können und auch fremde Sprachen, fremde Schriftarten ganz einfach übersetzen können durch diese Kamerafunktion. Die Sprachen sind, hatte ich gezeigt, also angerissen, ganz einfach einzustellen. Wir haben hier zum Beispiel, wie habe ich gesagt, Deutsch und Englisch und oben würde ich dann auf Deutsch reinsprechen und unten auf Englisch antworten. Jessica, sprichst du Englisch oder Deutsch? A little bit. Deutsch, ja. Dann werde ich dir jetzt mal auf Deutsch eine Frage stellen oder etwas sagen. Hallo, ich suche den Weg zum Bahnhof. Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Jetzt nimmt er das hier. Hello, I'm looking for the way to the train station. I don't even know where I am. Ja. Sie haben gesehen, ich habe ganz normal gesprochen, ich habe nicht klar und deutlich gesprochen. Maybe I can help you. Maybe you can help me. Jetzt sprich aber mal hier rein oder nimm den Grünen, sich auf der ganzen auf Welt an der Seite unterhalten kann, ja, mit allen Menschen und ob das Hilfe also ersuchen ist oder ob es vielleicht die Speisekarte ist oder man andere Fragen hat. Es ist so perfekt. Ihr seht heute aber wirklich sehr gut aus. Nein, du musst auf Englisch antworten. Unten, wenn du unten drauf sprichst, müsstest du. Das ist auch schön, so. Ne? Oben naja, drauf drücken, wenn du Deutsch sprechen willst. Okay, dann jetzt. Ich finde, ihr seht heute sehr gut aus. I think you look very good today. Oh. Was heißt denn nur tut, nur zu, nur heute? Heute sehen wir gut aus. Ja. Das wir sehen jeden mehr. Tag gut aus. Aber wir machen hier Späßchen, aber das kann ein ganz wichtiges Utensil sein. Und ich bin der Meinung, auf allen Reisen, auch in Zukunft, sollte dieser Sprachübersetzer dabei sein. Das ist so wichtig wie Ihr Personalausweis, aha, wie Ihr Auslandskrankenschein und spätestens an dritter Stelle kommt hier dieser Sprachübersetzer. Und Sie bekommen den auch noch zum genialen Sale-Preis.
Preis. Wir schauen mal auf pearl.de. Wir kommen von einer unverbindlichen Preisempfehlung von 250 Euro. Aber auf pearl.de schon einen unglaublichen günstigen Preis mit 150 Euro. Aber vier. Und heute kostet unser Platz Nummer 1 für Sie 129,99 Euro. Und ich finde, so ein Gerät sollte jeder haben, um Sprachen zu lernen oder sich im Ausland verständigen zu können. Könnte auch mal in Deutschland wichtig sein, wenn man mit dem einen oder anderen Handwerker was aushandeln will oder besprechen will. Da ist auch oftmals ein bisschen Sprachbarriere da. Damit werden alle Sprachbarrieren abgebaut. Ist super praktisch. Super praktisch, ja, auf jeden Fall. Wenn man gerade im Ausland mal ist oder mit anderen Leuten spricht, kann man das eben instant übersetzen, also sofort übersetzen. Plus die Kamerafunktion, die eben die uns fremdesten Zeichen und Sprachen für uns übersetzen kann. Das ist einfach toll. Da kommt man viel näher in die Kultur ran, in der man da spricht und kann sich eben flüssig unterhalten. Man kann ganz normal babbeln, sagt man bei euch, glaube ich, unten. Und dann babble mit Gutschwachse ist Geld, so sagt man. Aber das versteht, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, Badisch ist nicht drin, aber sonst dürften es alle Sprachen sein. Das Technologieprodukt für mich persönlich des Jahrhunderts. Und Sie sehen das scheinbar auch so, denn es ist Ihr Platz Nummer 1. Und für alle, die ihn noch nicht haben, jetzt ist höchste Zeit. 129,99 Euro ist der TV-Sonderpreis. Die Bestellnummer ist die NX4668 und die 569. Und das war unser Jahresrückblick zum Thema Kameras. Ich hoffe, da war auch was Interessantes für Sie dabei. Ob es der Agentenkugelschreiber war oder der Sprachübersetzer, gehen Sie jetzt ans Telefon.